Ja, hallo und herzlich willkommen wieder. Ja, ich bin wieder unterwegs und diesmal geht es mit dem, da steht meine Afrika-Twin drinne und da möchte ich ganz gerne für eine Woche in die Vogesen. Wir werden mal gucken, ob die Franzosen mich reinlassen. Test habe ich in der Tasche und wir fahren dann nach Fessenheim. Ja, Fessenheim heißt das. Das ist in Frankreich und das liegt an den oder bei den Vogesen. Und ja, wir werden schauen. Wir fahren das oder ich fahre das in zwei Etappen. Und da ja auch die Autobahn heute am Freitag, ich glaube heute ist der 20. August, ziemlich voll ist. So, jetzt mache ich erstmal hier bei Kassel. Nee, Kassel stimmt nicht. Nordheim mache ich erstmal Pause. Und dann geht's weiter. So, das wollte ich euch nur mal sagen. Und das Beladen und des Motorrades, das muss ich nicht jedes Mal in jedem Video, muss ich das nicht zeigen. Ne? So, also erstmal Kaffee machen und dann geht's weiter. Ich melde mich. Ich gehe von aus, wenn ich auf dem Stellplatz bin, bei Gießen ist das, glaube ich. Ein kleiner Ort. Ich werde mich melden. Tschüss. Ja, guten Morgen. So, ich zeige euch mal schnell noch den Platz. Der liegt in Lich, Ortsteil Muschenheim, kostenlos, Entsorgung auch dabei. Strom kostet natürlich was, Wasser auch. Ruhige Nacht gehabt, alles gut. So, das war's erstmal. So, jetzt geht's weiter. Sonne scheint, 330 Kilometer und jetzt fahren wir nach Fessenheim, nach Frankreich. So, geguckt, ob das Moped vernünftig zugeschnürt ist. Und Daumen weg. Und dann können wir los. Ich hoffe, die Autobahn ist nicht voll. Ich melde mich wieder. Tschüss.
Ja, hier bin ich erstmal schon in Frankreich. Das ist so eine kleine Nebenstraße gewesen, wo mich das Navi durchgezogen hat. Und von Grenzkontrollen überhaupt keine Rede, von PCR-Tests keine Rede. Das ist nur Verscheißerung von oben bis unten. Hinten im Hintergrund ist jetzt der Schwarzwald. Und jetzt beziehe ich jetzt erstmal meinen Stellplatz. Ich hoffe nicht, dass er so voll ist. So, bis gleich. So, das ist jetzt der Stellplatz. Ich habe mich ein bisschen im Schatten hingestellt, weil es heute unheimlich warm ist. Und der Platz geht in Ordnung. Ich stehe gerade mit Fähr- und Entsorgung, allerdings kein Strom. So, das ist hier nochmal die End- und Versorgung. Wie das funktioniert, das weiß ich noch nicht, aber das kriegen wir auch hin. So, das war im Augenblick alles. So, guten Morgen. Ja, wir wollen heute mal, oder ich, wollen mal ein bisschen Moped fahren. Mal gucken, es ist ja Regen angesagt, aber ich habe die erstmal erfolgreich abgeladen. Jetzt esse ich Mittag und dann fahren wir mal in die Berge. Mal sehen, ob es regnet. Ich hoffe nicht. Und wir werden das schon hinkriegen. Ich werde mich melden. Ich habe mich auch heute Morgen umgestellt ins Freie. Ich stand ja jetzt letzte Nacht unter den Bäumen. Gut, wir hatten gestern 30 Grad gehabt, aber um Schatten zu kriegen. Aber jetzt wird es ein bisschen bewölkt, beziehungsweise wir werden es nicht mehr so warm bekommen. Und deswegen stelle ich mich ins Freie, dass jeder Sonnenstrahl ich das in Strom umverwandeln kann, ne? Weil ich hier habe keinen Strom hier. Aber das kriegen wir auch hin. Alles klar. So, jetzt erstmal Mittagessen und dann machen wir los. So, heute Mittag gibt es Weißwurst mit Brot. Das reicht für heute Mittag. So, im Hintergrund der Schwarzwald und hier noch mal ein Blick ins Tal. Also die ersten Eindrücke von den Vogesen, was ich bis heute gefahren habe, war schon in Ordnung. So, jetzt geht's weiter.
glaube mal, das ist eine schöne Aussicht, ne? Ein bisschen nebelig. Ich weiß gar nicht, ob wir hier bei 1400 Meter oben sind. Aber ich habe mir erstens auf der anderen Seite erstmal schön nassen Arsch gekriegt. Ansonsten geht es jetzt weiter runter in Richtung Basiscamp. So, dann bis später. Und, ja, hallo, kann man sagen. So, es ist eigentlich heute, ist jetzt, ich muss mal nachgucken, wartet mal. Heute ist der 23. August und mittlerweile auch schon wieder 2:30. So getrödelt habe ich heute schon wieder. So, ich will jetzt auch ein bisschen mit dem Moped jetzt weg. Unser Ziel ist heute, auch hier gucke ich, einmal Kolmar. Dann wollen wir mal gucken, dann nehmen wir die Hohe Königsburg. Mittelbergheim. Und vielleicht noch Oberrenheim. So, das wären die Punkte, die wir heute mal angucken wollen. Ich rede immer von wir. Ja, gut. Und lasst euch überraschen. Es hat gestern nicht so gut geklappt mit den Filmaufnahmen. Ich habe nur 2 Filmaufnahmen, habe ich nur gesehen. Hat er aufgenommen. Ja, ansonsten muss ich mir mal wieder eine neue Kamera kaufen, wenn das hier nicht funktioniert. Funktionieren tut sie. Liegt vielleicht auch nur am Bediener. So, dann, ich würde sagen, lasst euch überraschen. Ich melde mich aus Kolmar. Tschüss. So, hier sind wir in der City von Kolmar. Ja gut, mit dem Motorrad kein Problem, mit Parkplatz zu kriegen. Ne? So, dann wollen wir mal sehen, ob wir mal ein bisschen was schöne Bilder machen können. So, bis später. So, bin durch. Fazit von Kolmar. Daumen hoch. Unbedingt mal angucken, unbedingt mal herfahren. Es lohnt sich. Die kleinen Gassen, die tollen Häuser. So, jetzt fahren wir weiter. Bis später. Jetzt bin ich hier oben in der Hohe Königsburg, ungefähr 30-40 Kilometer nördlich von Kolmar. Eine Stunde Wartezeit und zweitens, ich komme da gar nicht rein, weil ich gar keinen PCR-Test habe. So, aber das ist nicht so schlimm. Allein die Fahrt mit dem Motorrad hier hoch ist schon ein Gedicht gewesen und die Aussicht. So, jetzt werde ich noch mal ein bisschen gucken und dann fahre ich wieder runter.
trotzdem hat es Spaß gemacht.